So, für die einzelnen Kippschalter, zum Beispiel den, also den Kippschalter, braucht ihr dann auch noch ein Loch. Das haben wir jetzt gebohrt. Wir haben jetzt einen besonders dicken. Da muss man noch so ein bisschen ausfräsen. Und dann haben wir hier noch ein kleines Loch daneben gebohrt, das ist für das Cinch-Kabel, wo der MP3-Player später angeschlossen wird. Und dann halt nochmal die Löcher. Hier sind die beiden Löcher für die Boxen. Und hier ist das Bassloch. Das ist für den besseren Klang dann da. So, also. Jetzt habt ihr euer tolles Brett fertig soweit, mit den ganzen Löchern für die Boxen und so. So, jetzt wollt ihr natürlich, dass das Brett auch fett aussieht. Also nehmt ihr am besten schönes Leder. Wir haben hier schönes weißes Kunstleder. Dann legt man das Brett, zeig mal eben, legt man einfach so drauf, malt kurz den Umriss drum. Nimmt überall hier ein schönes Stück Rand, wenn man hier näher sieht. Haben wir noch außenrum so ein extra Ding, dass wenn man das umschlägt, das hier festnageln, schrauben, tackern, wie auch immer kann. Ja, und dann schneidet ihr euch das einfach aus und gut ist. So, also wenn ihr jetzt fertig seid mit dem ganzen Nageln, so sieht das dann in etwa aus, kann man schöner machen, geht auch geklebt. Dann schneidet man die Löcher hier schön ein, da wo die Boxen gleich reinkommen. Ja, und das war's eigentlich schon. Dann müsst ihr bloß gucken, halt wo die Löcher sind für die Kippschalter und für das Kabel und das war's. So, wenn ihr dann jetzt hier das Leder alles schön fest habt und so, wie eben gezeigt, dann könnt ihr auch die Boxen endlich festschrauben, am besten vorbohren, damit euch das Holz nicht wegbricht. Schön die Schrauben festziehen, dann passt das alles. Die Kippschalter haben wir hier bei dem jetzt auch schon da oben. Sieht aus wie ein dummer Alien. Hier sind die Einschnitte, da kommen gleich noch die Boxen, also keine Panik. Das hier zieht, für den Bass. Das zieht sich alles noch schön stramm. Das wird noch. Also, ne? Weiter gucken. So, das Cinch-Kabel haben wir jetzt auch schon durchgesteckt. Schön passend, so dass man es immer wieder verstecken kann. Jetzt wird noch eben hier bei der Anlage schön der Kippschalter montiert. Dann sind wir so, jetzt das Ganze noch verkabeln. Hier, kleines Loch ins Helm reinbohren. Stromkabel, Minus und Plus mit der Sicherung, die natürlich nicht vergessen, für den Verstärker. Durchlegen, leuchtet mal ähnlich. Dann zieht man das hier durch, je nachdem wo ihr eure Batterie habt. Hier beim Keyway ist die jetzt hier unten. Und da einfach an Plus und Minus anschließen. So, jetzt haben wir das Ganze schön verkabelt. Sieht klasse aus. Überall Kabel, unter den Boxen, den Kippschalter, dann den Verstärker, alles gut. Nochmal eben den Kippschalter um. So, bei den meisten Verstärkern, wenn es funktioniert, leuchtet hier unten so ein kleines rotes Lämpchen, dann habt ihr Strom. So, das war's eigentlich soweit. So. Dann nur noch Handy anschließen und Gas geben. Okay, mit einer Bassbotze klingt es dann noch besser. Das jetzt ein bisschen, die kommt noch nach. So, das war's von uns, den drei Bobbys. Ich hoffe, wir haben euch weitergeholfen. Und immer dran denken, Scooter Tuning is not a crime. Viel Spaß. Aber hier mein kleines Baby. Mal kurz Soundcheck. Dauert ein bisschen. Er ist ein Anfänger. Zwei, drei Kekse und dann läuft er. Bobby!